Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends de la Riot Games. Der Baguette ist mal wieder ganz groß hier. So, ich habe mal wieder meinen Anspruch auf Support geltend gemacht. Macht mit dabei ist übrigens mal wieder einer. Hi! Wait, I can guess who is pre-made. Ich hab da so eine Vermutung. Ich auch, und zwar Effi und ich. Ich kenne ihn nämlich gut. Ah? Ja. Okay. Jetzt, wo wir das aus der Welt geschafft haben, na, überlegen wir uns nicht, mal, was wir spielen. Ja, ich schreibe nicht, dass wir auch Bree sind, sonst gibt's gleich wieder... Mimimi, scheiß Premates, sie werden unser Game vernichten. Ja, genau. Weil ihr seid doch sehr... Halt die Fresse, du Drecks-Premate, Idiot! Elizle, Darius und Malphite und so weiter raus. Und jetzt auch noch ein Kha'Zix. Das wäre mir eigentlich ganz gut gefallen bislang. Was mir jetzt noch fehlt, ist Shen und Blitzcrank eigentlich. Das wäre ein... Amumu wäre auch nicht schlecht. Yay, Shen ist da, juhu. So, AD Carry. Mal gucken. Blitzcrank, Amumu, hau raus. Hau am besten beide gleichzeitig raus. Ich werde sehr verbunden. Ich werfe für Teemo. Nee. Teemo oder Fiddlesticks. Und jetzt ist er AFK gegangen und er bannt einfach gar nichts mehr. Mhm. Ach, Zed, okay. Damit also. Kann ich auch mitleben. Ja, so. Das ist gut. Der Mumu. Dann verstehe ich, warum er nicht am Mumu gebannt hat, aber da haben wir den Draven. Not Raven. Draven. Okay. Mid. So, mal gucken. Jetzt haben wir nur zwei. Hau raus, wir wollen ja anfangen. Ich würde sagen, ich spiele AD Lulu. AD Lulu, gute Idee. Und ich spiele Support Zillion, der... Lustigerweise wieder in Mode kommt langsam. Also ich sehe ihn immer häufiger. Oh nein, jetzt ist noch Kai dazu gekommen. Oh. Hi Kai. Hallo. Lieber mal. Nein, es ist bestens. Alles bestens. Er kann ja noch ein bisschen dabei bleiben, halb so weit. Warum ist Gekarapoi? League of Legends Aufnahme. Also, noch ein Champion Select. Kannst du gerne noch. Will ich euch auch nicht länger stören. Ach, ein bisschen kannst du dabei bleiben. Wie läuft's denn so? Oh, wir sind gerade noch beim Picken. Gebannt sind bislang Elizle, Malphite, Shen, Darius, Kha'Zix und Zed. Bei uns im Team haben wir dann direkt einen Amumu reingekriegt, was ganz gut ist. Aber das Gegnerteam pickt mal wieder Scheiße mit Darius. Wieso musst du immer alles kaputt machen? Keine Ahnung, das ist schon... ich irgendwie Instinkt dafür. Oh Gott, jetzt auch noch ein Trash. Ich verabschiede mich fürs Erste. Okay, hau raus. Ich will trotzdem schieben. Nein, passt schon. Das Gegnerteam gefällt mir aber nicht. Nee, mir gefällt's auch nicht, aber wir werden jetzt mit denen einfach mal aufnehmen. Klingt wie so eine kaputte Kuh oder so. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Die Evil Carry nimmt den vierten. Ich frag mich ja immer noch, warum er Jarvan Beforft heißt. Ich glaube, einfach so, ne? Das voller Lulz. Oder ist es in seine Lore erklärt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir so ziemlich keine Lore durchgelesen. Nicht mehr von Sona. Das muss schon ganz schön was heißen. Sona ist stumm. Ja, das weiß ich auch. From my mind to yours. Und, ich verspreche nicht... zu viel, wenn ich sage, ich habe es geschafft, dass der Rahmen nicht mehr blinkt. Ja, blink, ja, blink. Ich bin ganz stolz auf mich selber. Blink. Ich hoffe, dass... So, auf jeden Fall eine Menge Damasia vertreten in dem Game. Das stimmt. Skaren King. Luke, Skaren. Princess Jarvan. Princess Jarvan, ja. Aber die Shadow Isles sind auch nicht schlecht vertreten. Wer ist denn eigentlich... Ich habe mir die Lore halt nie durchgelesen. Ich weiß, du hast auf jeden Fall Luke, Skaren und Jarvan zu Dings dazu gehört. Hier. Damasia. Wer ist denn eigentlich neutral? Wer ist denn eigentlich neutral von denen hier?
Neutral. Amumu, der sitzt nur in der Ecke und heult. Gibt es überhaupt neutrale Champs, die zu keinem dazugehören? Ja, sicherlich. Sicherlich gibt es einige. Wo gehört Sona dazu? Ionia. Ionia? Kommt auch ich nur Elia und die ganzen Ninjas her. Was soll das jetzt schon wieder sein? Es ist irgendwie die Stadt des Lichts oder so, keine Ahnung. Sieht ein bisschen japanisch aus. Das ist gut, das ist gut. So auch so eine Stadt an so einem Wasserfall und so, würde dir gefallen eigentlich. Das müssen wir angucken. Aber erstmal unsere Teams vorlesen. Oh, da Pixels, ey. Ja, das ist gerade irgendwie seltsam. Boah, eine 600er Ping, hammergeil. 670, ja, noch besser, komm. Egal, ich mache einfach mal kackendreist weiter. Bei uns im Team ein Amumu alias Arvil Heroes, ein Pool Party 6 als Evil Tank. Außerdem ein Graves alias, hörst du mich? Wenn ja, dann stell dich vor. The Nightmare 77. Genau. Rennenspanscher sind. Ja, Sissi. Evil Carry spielt den Warring Kingdoms Jarvan Vervolved. Und Miusona alias Längster Separatum. Längster Name in-game. Ja, das stimmt. Ganz ehrlich. Und Miusona alias Separatum. Ihr kennt mich ja. Und im Gegnerteam. Niemand in particular. Ja, weil... Ach, das geht mir auf den Sack des Pixels. Egal. Draven gespielt von Ale Totality. Neckeres spielt Steel Legion Lux. So viele Elf. No problem, amigo, spielt Ekarim, und zwar die Headless-Version. Fresh wird gespielt von RX6BI. Und 00 Black Vaza 00 spielt den fetten Garen. Ja, den fetten. Schade, ich weiß das ist... noch nicht, ob das ein Bauch ist oder keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich tue. Es gibt hier in diesem Match keine so schönen Namen wie Schrokoli. Ah, Schrokoli. Schrokoli OP Better Nerf. Und ich sehe ja jetzt schon kommen, dass es ganz schrecklich wird mit den konstanten Pink-Abstürzen, die ich habe irgendwie. Das ist aber auch also, nur... wenn du irgendwie so auf einmal sagst, draufgehen, dann erwarte nicht, dass ich da sofort mitmache. Nee. Weil ich nichts verstehe. Ja, muss erstmal die, wenn ich sage draufgehen, dann eine Sekunde abwarten, wie die Qualität vom Gespräch wird. Und wenn sie dann noch gut bleibt, dann weißt du, dass ich dann auch reagieren kann. Das wird ganz schön blöd. Draven can catch an opposing Draven's axe. Did you know that? Ja. Well, good thing I'm not Draven, huh? Ja. Ja. Das klingt so beschissen, ganz ehrlich. Also, ich find's lustig. Smiteless Red Pled. Si, senor. Oh mon dieu. Ah oui, baguette. Dance, somebody, dance on the fire, dance. Au. Oh ja, das hört man aber bei dir auch immer wieder, dass die Leitung vergeht. Und ich frag mich ernsthaft, woran es liegt. Ich muss eigentlich mal, ich muss noch eine Ebene hinzufügen, weil ich nehme das hier mit einem Livestream-Programm auf. Ich müsste eigentlich noch eine Ebene hinzufügen, wo ich einfach mal ein Bild einfüge für jedes Spiel und wenn dann halt irgendwas Sache ist, dass ich das mal kurz umstellen muss, wenn sich zum Beispiel League of Legends minimiert, dass das dann kurzzeitig angezeigt wird. Das wäre noch tatsächlich eine sehr gute Idee, die ich da gerade eben hatte. Was? Wie? Idee? Okay. Erschien mir nicht wichtig genug, um zuzuhören. Nee. Ging nur um Aufnahmetechniks. Nix will es also. Ich mach ne Q. Hey, Amumu hat alle gekriegt. Die diddle die fucking do. Ja, das war ziemlich viel Damage auf einmal auf den. Auf dem Red. Ja, der Amumu ist happy. Ja. Er hat jetzt quasi fast Full Life und Red.
Raven steht da hinten. Ah, so ein Wichser und auch noch. Ach Gott. Das wäre ja schon mal assig hier. So, er hat schon mal Schaden genommen und ich habe Geld gekriegt. Blar. Das will mir ja gefallen tun. No Vision Ward. Oh, sorry. Darauf sollt ihr noch ein bisschen mehr achten. Nicht immer gleich diese Rage Cues raushauen. Kill! Kill them Q! Kill them all! With fire! But smokeless, please. Ich rage da jetzt rein! Nee, mein. Oh Gott, Internet, ja. Ja, ja. Ja, okay. Ohne Lag wäre es entschieden besser gelaufen, weil ich da ein bisschen zu lang reingerannt bin. Egal, hat den nicht wirklich viel gebracht. Und da hörte der Satz auf einmal mittendrin auf. Ja, ich habe nämlich gemerkt, dass mir der Shop nur ein Wort gegeben hat. Nicht drei. Habe ich dann gemerkt, als ich den Wort platziert habe. Ach, aber dafür habe ich drei Mana Potions. Ja, danke schön. Das ist ja geradezu schnafftös. Ja, Leute, das Match wird nicht schön. Es wird ein Krampf. Mhm. Okay, ah, Flash geforst. Das war vollkommen legit. Ja, sonst wäre er auch gestorben. Das sag ich dir so. Ja. Also war meine Aktion vollkommen berechtigt. Will ich mal meinen. Ich würde am liebsten jetzt kurz backgehen und mir Wards kaufen. Ich glaube, das tue ich auch mal. Oder ich... Nee, der Ward, der hält noch ein paar Minuten. Wobei, die sind so low. Ja, okay, er geht jetzt auch weg. Wir kriegen hier nichts jetzt. Ich gehe mir nach. Oh, er geht nicht weg. Nee, Tigrit. Ich geh doch lieber einfach weg. Ich dachte eigentlich, du bist schon mal längst weg hier. So, also GP5, aber jetzt null Geld, genau null. Ich warte wenigstens noch ein Wort kurz ab. Dum-ti-tum-ti-tum. Schöner Hook. Muss man dir lassen. Hat den nichts gebracht, oder was? Schön den Minion getroffen, sag ich mal. Nice. Das sind die Hooks, die wir sehen wollen. Das bietet er sich. Ja, Hackerim, ich seh dich. Ich hab dich gesehen, du Wichser. Du scheiß Pony. Du Kollege. Komm her. Scheiß. Komm her, du kriegst eine Smoke Bomb in Pony. Die Fresse, Junge. Und bist geh tot. Ganz schnell weg. Ja, ja. Soll ich weiterhin. Dreiste Sau, ey. Soll ich weiterhin den Treiber schworen? Oh, Mitte, oder? Mitte. First Blood, Mitte. Oh. Oder dort. Oh, Mitte. Oh, na, nix. Schade. Doch, die Lux-Ringse. Lux-Ringse. Jawohl, nein. Oh. Ja, ich hab's geahnt. Ja, ich auch. Aber. Ups, sorry. Der ist ja noch immer gewordet. Oh, ist das schön. Dingens, ja, soll ich. Sind die Grazien jetzt weg? Sieht so aus. Soll ich den Treibasch worden oder soll ich lieber da vorne meinen. Treibasch. Herr Kurim kommt auch immer Treibasch. Beim Drego. Weit jetzt schade, dass wirklich das Gegnerteam das First Blood gekriegt hat. Ja, aber weil sie sich ein bisschen doof angestellt das haben. Stimmt, da muss sie auch jetzt die Schuld tragen. Was war allein ihre Schuld? Ihre? Ja. Ihre. Die Iren. Ja, du, guck dir diese Hooks an. Oh, da war ein Hook, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, da war nur, da stand ein Minion so einen halben Meter vor ihm. Und den hat er dann damit gekriegt. Das spammt der Draven auch, diese E, ne? Ja. Warum sollte man die auch für gute Situationen aufheben? Toplane Gank überlebt der Draven aber, denke ich. Ich würde jetzt ein bisschen auf Ekarim aufpassen und auch ein bisschen defensiver als sonst, bis Ulti-Dice.
bin ja... Ich will grad, dass der mich reinhuckt. Ehrlich gesagt. Das willst du? Will ja. Du nicht, dass er mich reinhuckt? Ja, das wäre schlecht. Da hast du recht. Nein, okay. Lass mich allein. Ach so, du bist... Ja, ich Raven. Ich wollte einen AD Carry fokussieren so. Und der hat mich dann einfach so gechased und... Ja, währenddessen hat der fokussiert. Mich geguckt. Deswegen... Ja, du hast ein bisschen wenig aufgepasst, aber... Weil der Draven halt komplett geabsplittet war. Ich wurde halt, wie gesagt, gehuckt. Hier bin ich. Motherfuckers! Oh! Und hast du noch so was Schönes daraus gekriegt. Indeed. Denk mal, wir haben genug Zeit, den Tower ein bisschen zu penetrieren. Wenigstens will ich gar nicht. Aber. Ich wollte wenigstens so ein bisschen drauf gehen. Bis sie wieder da sind. Auch ein Hacker-Gang. Dürfte ich eigentlich noch überleben? Jetzt hau ich mal. Ah, ja. Kommt die Sau. Das war das jetzt? Fight me! Fight me! Was war das? Ach, egal. Ich tapp mal kurz raus. Stell mich in Skype auf beschäftigt. Ich hab's vergessen. Oh ja, das hab ich auch vergessen. So, schöne drei Worte. Oh, schön. Da passt sogar fast ein vierter, aber ich nehme lieber zwei davon. Das nehmen wir und das nehmen wir und das nehmen wir. Und habe ich noch genug? Ja, ich habe sogar noch genug. Ich geb Gummi. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Ich sag, musst du aus Schuhen mal eben Bier, weil Tier 2 Boots, zwei Potions und ein Sidewalk machen. Oh, bitte. Ja, der Hacker gankt viel, was auch ein guter Hacker macht. Ja, mit Hacker clearst du einmal die Jungle-Runde und gankst erstmal die nächsten 30 Minuten. Dann clearst du wieder die Jungle-Runde und dann gankst du nur noch bis zum Endgame. Boah. Du nimmst gerade so ein bisschen Schaden. Der Draven auch. Ja, wäre die Minion Wave nicht gewesen, dann wäre es vollkommen legit gewesen. Und der kleine Internet-Lag. Ja, das hatte ich aber jetzt auch. Ich hab halt Ulti. Weil der Draven zu doof ist. Just come here, bro. Hook me, come on, hook me. Hook me, bitch. Warte. Me baiting. Ah, das hat mich noch erwischt. Ah, schade. Nur so, oh! Dass du nicht gehockt wirst. Oh. Lag! Oh, ohne den Lag hätte ich ihn einwandfrei erwischt. Du hast Ulti gemacht? Ja, weil ohne den Lag hätte ich ihn... Ja, okay, legit. ich räum schon auf, keine Angst. Das hat man jetzt... Ich hab gesagt, tuck mich. Ja, das hat man jetzt auch gerade wunderbar gesehen, dass ich einen Lag hatte, weil man mich doppelt hört, wenn ich ein bisschen sehr laut schreie. Und an diesem Doppelt-Hören hat man einfach gerade übelst gemerkt, dass ich einen Lag hatte. Aber man hat es auch an der Ulti gemerkt eigentlich. Ich hab die geklickt. Diese Auswahl, wohin man halt machen möchte, ist dann weggegangen und dann eine Sekunde später wurde erst die Ulti gemacht. Leider ist es immer noch nicht besser mit dem Internet gerade. Aber es läuft trotzdem. Also zumindest auf der Portlane. Wir sind hier mal wieder Hyper Carry, ne? Ja, ich bin weg. Ich hab dir nur noch eine Q reingedrückt. Mit Amumu zusammen mal beim Gegner Blue vorbeischneien. Oh. Ja, Amumu möchte Sachen. Ja, ich möchte den hier. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oder du kannst da was baiten. Ich versuche. Wenn ich jetzt gehuckt werde. Na, ich lass mich hucken. Müsst du nur noch Amumu mitspielen? Amumu. Hey, Momo macht einfach gar... Wow! Woop.
Nein! 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 Man hat mal stärkeren Hit gehört. Niemals auf Teammates verlassen. Regel Nummer 1. Fuck, der wäre so tot. Der muss einfach tot sein. Man hat schon wieder meinen stärkeren Hit gehört. Oh. Kotzt sich immer so an, wenn ich irgendwas höre, es aber einfach nicht gemacht wird. Geh da einfach mal rein. Genau. Genau. Jawoll. Geht alle weg. Ich würde jetzt nicht Drago machen. Hatte ich nicht vor. Naja, naja, 6 sieht so ein bisschen aus. Jetzt hätte der hier Pläne. Das hätte er hier, genau. Jetzt können wir drauf. Oh! Oh! Gesnackt! Ja, Draven, die kleine Schleife war jetzt dein Verhängnis. Wisst ihr was? Oh, krieg ich den? Nein. Yes! Doch! Zum Glück bin ich dann noch so schnell ins Gras reingerannt. Hier ist ein bisschen Farm für dich. Oh ja, hol ich mir das. Oh, beautiful, beautiful. Ja, Toplane wird gerade gemacht, da kann keiner mal was machen. Tatsächlich, der hat ihn weggesnackt und keiner hat was dagegen gemacht. Unser Humo ist so ein bisschen... Also ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber schon nicht besonders gut. Nee. Ich meine, das kann mir auch so voll leid und so, aber bis auf die eine Aktion Botlane hat er nur Scheiße gebaut bis jetzt. Ja. Kann ja auch sein, dass sein Smite gerade nicht ab war. Aber da hätte einfach nur irgendwer da kurz hingehen können. Also der Momo hätte den zum Beispiel stunnen können. Ja, das wäre mal so eine Idee. Er hat ja nicht irgendwie zwei... Das hätte schon alles verändert. Das hätte die ganze Situation gerettet. Nö. Hi, Draven. Nö. Das ist lustig. Ey, Furzkissen. Hallo. Hey, all enemies. Boah, das war ja schon knapp mit running away, dodging, skill shots. Jetzt kommt hier. Jawoll. 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 Snack die. Snack diese Bitches, ey. Jawoll, jetzt geht der Fight. Wuppang Gangnam Style. Ich muss mal kurz eine Runde laufen hier. Snackt sie! Snackt mehr! Triple! Hey, sexy Garen! No! Ja, ist geflasht. Oh. Not even anywhere. No. Here. Whatever. Genauso viele Kills wie das Gegnerteam. Ja, 13-7 steht's gesamt. Oh, guck mal hier. Soll ich den noch machen? Soll ich den noch machen? Der macht mich mal nicht. Nein. Doch, warte. Das war auch nicht zu healen. Scheiße. Ja. Wunderschön. Der Kampf der Sona. Scheiße, da war eine Lux, ne? Ah, die hat ihre Ulti aber vorhin verbraten. Geil, ja. Dafür konnte ich mir Aegis kaufen. Für einen Double Kill und den Teil. Ach, du hast einen Double Kill bekommen? Ja. Cool. Komm, gib mir den
Den einen Kill habe ich mir schön mit einer Ulti gesnackt und den zweiten mit einer geilen Q. Der Cloak of Agility sollte ja eigentlich Movement Speed geben, ne? Vielleicht. Ich crit strike. Never. Boah, es hat 6, übrigens. Das hätte man dodgen können, boah. Es geht jetzt übrigens wieder mit dem Internet, ne? 6. Das hätte man auch alles dodgen können. Oh Mann, ey. Nein, 6, not good. Oh lol. Sorry, 6. Normalerweise spielst du auch besser als das gerade eben. Oh no, oh no, oh no. Geh weg, Drave. Und jetzt wieder drauf, sofort wieder drauf. Nein, ich wollte es probieren. Ja, aber es hätte. Zu strong. Oh, 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 je, ha, oh, oh, yeah. Ah, Pony. Yes. Dangerous Lasagne. Not the lasagne. Not the lasagne. What's happening? Oh, yes. Yeah. Oh, oh, oh. What? You suck! No! Yes! Yes! Oh, that was beautiful. Das war einfach. Einfach. Das war. Wie einfach man noch so ein Game kommentieren kann. Yes! No! Yes! Wo? Ja! Das war dumm und herrlich. Ist es ja so heiß hier drin oder bin ich das? Ja, Peter, ist gut, ich. Wir haben's verstanden. Es war einfach. Der nächste. Kiefermuskel entspannen. Ja. Oh, erstmal hier meinen Pulli ausziehen. Ich sehe schon, das ist mal wieder eins von den Matches, ja. Ein bisschen. Einfach wunderbar. Komm, Lampe, ich missbrauche dich jetzt als Kleiderständer. Nein, ich trage keine Kleider. Das heißt einfach so. You can leave your head on. Du, 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 du. Oh, 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 oh. A sublime duet. Das war jetzt wirklich ein wunderschöner Teamfight. Aber muss es mehr geben. Ja, nein, doch! Alles hat gefliegt durch alles durch! Immer diese aufdringliche Lasagne. Ja. Nope. Nope. You. You. Bitch, please. Not even nearby or something close. Was? So, Drago ist nicht ab, deswegen wurde ich hier einfach mal dort. Ich hätte gerne noch so. Dort. Ups. Einfach, dass man durch Emotes die Memes einblenden kann. Dass ich jetzt so das Bitch-Please-Gesicht schweben hätte, das finde ich geil. Das ist, ich weiß nicht, ob einige Leute von euch das vielleicht kennen, das Spiel Nostale, da kann man das tatsächlich machen. Also nicht die Original-Memes, aber die Memes sehen teilweise so hammergeil einfach aus. Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen, die sehen echt hammer aus. Das haben die echt gut gemacht, also. Ganz andere Spiele! Lalalala. Ein Clubmitglied! Was geht ab? Sind wir besoffen oder bekifft oder beides? Zumindest stellen wir uns ganz gut so an. Ich plädiere auf meines. Oh, guck mal. Die kleinen Leckerlis wollen irgendwas. Oh, ich hab ihn nicht erwischt. Ja, sonst wäre er tot. Ich hab ihn geslowt. Ja, ich verpasse gerade alles hier. Oh. Das ist jetzt blöd. Ah, shit. Ach, ich geh da mal von hinten rein. Nein! Ja, da. Einfach mal alles vorbeisensen, was nur geht. Da waren wir dann doch ein bisschen zu greedy. Ach was, unter Gegner-Turret. Komm, jawoll, komm, Snackse. Quadra Kill. Quadra Kill. DG. Hm.
Stupido, stupido. Arriba! So viele Leute verstehen die Sona-Ults teilweise falsch, die sofort denken die, okay, Sona-Ulti hat nichts getroffen, scheißegal. Wir jumpen da jetzt einfach mal alle rein. Das ist einfach falsch. Man muss halt erstmal eine Sekunde abwarten und gucken, ob die Sona-Ult gut war. Ja. Weil Sona-Ult hält lange genug. Keiner kann mir sagen, Sona-Ult hat einen Stun, der viel zu short ist oder so. Das kann mir einfach niemand erzählen. Oh no! The pony! The pony flies away! The flashes! Ich brauche immer noch ein paar Boots und niemand kümmert sich darum und. Da ist ein Draven. Ich weiß ja jetzt gerade nicht, wo unser Team ist, aber. Ich. Und du und Jarvan, wir machen Sachen. Ah! Weg! Jo, niemand kümmert sich darum. Oh, jetzt versucht Six da was zu machen. Ist ja putzig. Hey, Bitches, ich stehe hier im Gras. Hey, pull mich, wenn du kannst. Ruf mich an. Erreichbar unter der 0900. Pi. 6 mal die 6. Nein, Pi. Oder die Wurzel von Pi. Pi-Ratten. Ja, Pi-Ratten. Die wussten schon damals, was Pi ist. Und wie man es berechnet. Und dass Pi wirklich ein Ende hat, das wussten die damals auch. Alles hat ein Ende, nur das Pi hat. Das Pi hat keins. So witzig war es jetzt auch nicht. Ich find's gut. Telling the truth. Hey, also, ich fand's jetzt gut. Schnappatmung. Ja, sorry, aber. Ich meine, das ist wirklich gut. Gut gelungen. Schau mal, Red. Boah, Alter, was ist mit diesem Match nur los? Das ist nicht das Match, das sind wir. Ja, so. Okay. Das Weed wird immer wieder ausgezeichnet, Johnny. Ja, das stimmt. Gute Qualität. Besorgt mir das nächste Mal mehr davon. So, vielleicht gehe ich mal langsam auf den Sidestone, wenn ich mal Geld hätte. Ja, das wäre mal so schnafft. 13 ist es. Da könnte man eigentlich mal. Guck dir meine Items an. Ich habe quasi nix. Du hast Shirelias, du hast Aegis fertig. Das haben in den Pro-Games die Supporter nach 50 Minuten nicht fertig. Ja, Pro-Games. Ich bin's gewohnt bei 20 Minuten. Also, wenn ich Matches habe, die wirklich gut laufen. Auch ohne KS habe ich teilweise zu dem Zeitpunkt auch noch mein Shard of the True Eyes fertig und erste Boots. Du bist, glaube ich, so ziemlich der einzige Supporter, der das Ding kauft. Also ich finde es relativ nützlich teilweise. Ja, mit sowas wie Amumu ist es auch, aber es benutzt eigentlich sonst niemand. Damals habe ich auch Mana E benutzt und da haben alle gemeckert. Aber in diesem Game, da ist es wirklich super. Mit Jarvan und Amumu. Und den ich übrigens noch keine super Ulti-Kombo gesehen habe, dafür, dass die beiden Premade sind. Das stimmt. Stimmt. Da könnte man eigentlich mal alle 5 Gegner ablocken mit Stun-Long, CC-Long, was auch immer, Long. Und dann kommt noch meine Ulti hinterher. Das kriege ich auch hin, ohne dass ich mit denen free bin. Ich renne okay, hier nur im Kreis. Okay, warte mal. Ja, perfekt, jetzt kommt. Sehr schön. Bitches. Ja. Dir das wunderschön rausgebaitet. Da hat er aber auch seinen Hook getroffen, das muss man ihn jetzt mal lassen. Ja, der Cookie, der sieht halt so sexy aus. Oh ja. Muss man einfach. Komm, lass den. Ja, das ist eine Lasagne. Die will nur gegessen werden. Wie geht dieses Lied, dieses. Oh Gott, hier gibt es dieses Lied, was immer so bei Sexszenen eingespielt. Wie jetzt. Dieses.
Oulé coucouché avec moi. Ja. Nicht das? Nee. Nein, auch nicht. Oh, Ernestin. La, la. Das wird auch nicht eingespielt. So. Hi. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Leute, wo? Okay, Leute, dann nicht. Solltet da weggehen, sonst haben die gleich eine einwandfreie Situation, um den Baron zu machen. Ich dachte, wir towerdiven jetzt den Garen. Nein, die machen einfach gar nichts. Mal gucken, was die da jetzt machen, die Gegner draus. Die verfolgen die beiden noch. X! Ja. Einfach mal ein Wort platzieren, sofort mit X abhauen. So muss das. Fromage. Team! Nee, die interessiert das nicht. Ja, okay. Da ist er ein bisschen früh reingegangen. Aber wenn ihr die lange genug stallen könntet. Hätten die mich mir gefolgt, dann wäre alles gut. Da ist einer übrigens fucking lowlife. Haben die mittlerweile Baron? Ja. Ja, haben sie. Dann, ja, hol's aus dir raus. Hol die Scheiße aus dir raus. Oh ja, na. Der hat geflasht. Was? Bei dem Wall. Jetzt haben wir an den Particle-Effekten gesehen. Ich habe keine gesehen. Schade. Versuch mal deine Grafikeinstellungen zu retten. Oh mein Gott. Mein Gott. Sorry, Leute. Das war jetzt unvermeidbar. Wow. Das Team stellt sich leider gerade nicht so gut an, wie es könnte. Die haben sich da jetzt aber auch durchgelackt, Alter. Drücken wir es mal so aus, es stellt sich nicht so gut an, wie es könnte. Die waren alle auf so 100, 200. Ja, das stimmt schon. Hätten die mich halt da am Anfang nicht sterben lassen, einfach. Und hätten die mir auch mal ein bisschen beim Baron gefolgt, sieht es ganz, ganz anders aus. Hätte, Fahrradkette. Ja. Da müssten alle 5 Premade eigentlich sein. Das habe ich auch schon mal gesagt, so ein Push-to-Talk wäre in League of Legends wirklich noch ganz toll. Oh, der ist gerade gemacht worden. Ja. Wie gesagt, so ein Push-to-Talk wäre echt nicht schlecht. Dann natürlich auch noch so einen schönen Mute-Knopf. Wäre dann auch de la Mute. Der Knopf de la Mute. Mutiny! Mal 3. Genau. Schlechten Ziel. Ich weiß auch nicht, wo die Flachwitz-Trompeten alle herkommen. Oh, ich hab keine Worte mehr. Amumu hat da so ein bisschen. Jetzt hat Jarvan da so ein bisschen. Jetzt hat Leute, ich wollt den Fight nicht, ne? Eigentlich schon. Eigentlich nicht. Ei, Flash! Ich hab kein Flash. Okay. Ich wollte dann nur fighten unter Bedingung, dass ich Flash habe, aber ich hatte irgendwie gerade keinen Flash. Das wird jetzt gerade ziemlich hart gefroren. Das stimmt. Und für den Fall, dass das auch wirklich gefroren wird, ich lade es trotzdem hoch. Ah, schade, wow. Das wäre ein schöner Kiste geworden. Wow, Team, wow, just wow. Ja. Nee, das ist over. Jetzt ist. Ja, jetzt ist gefroren. Schade. Just fight without your AD carry. Ja, manchmal funktioniert das. Cause it's a brilliant idea. Ach, die finishen nicht mal. Wow, sind die. Ich finish der Draven. Bevor der irgendwann Tower macht. Eventuell auch überhaupt nicht, weil Six nicht hinterherkommt. Der finisht. Das merke ich gerade eben. Wow. Ich meine, ich ploppe Shirelias, Shard of True Eyes, ich gehe voller Kanne drauf. Ich bleib mal hier stehen. Hm.
Also komm, da hätte ich jetzt easy mit 6 drauf gehen können. Mit 6 wäre es was geworden, aber 6 ist ja einfach abgedreht. Also hier die Situation in der Base. Ja. Das war. Aber den Fight 4v5 vorher zu machen war einfach. Ah, das war wirklich dumm, das muss ich zugeben. Das war dumm. Ich habe gedacht, mit meiner Ulti könnte ich da schon was raus tun, unser Team könnte Schaden machen. Ich habe aber vergessen, dass die irgendwie alle außer dir keinen Schaden drücken. Oh, ich habe mehr als die Hälfte unserer Kills. Ja, ich habe aber gedacht, so ein Six, der könnte dann wenigstens auch mal ein bisschen was machen. Ja. Aber ist ja irgendwie gar nichts. Bildet auch nicht wirklich Damage-Items. Der hat nicht mal einen Rabadons. Scenes und Sonias, toll. Ah, we are missing out some river wards. Ein bisschen rausgehen. Ich wollte Jungle-Eingänge oder Ausgänge. Jo. War halt auch gerade dabei zu warden. Ich hab bei uns jetzt erstmal gewonnen. Hat eben. So, kommt wahrscheinlich gleich ein Draven von der rechten Seite her. Fehlen mir gerade ein paar zu viele, wenn ich ehrlich bin. Momo. Na, wir wissen, dass ich hier herumrenne. Jetzt kommt es mir ganz stark vor. Guck mal, ich pull dir. Wenn gerade nichts passiert, kann man die ja mal machen. Ne? So, und zum Defensivarbeit leisten kommen wir auch noch pünktlich, aber der Tower ist down. Ich würde beim nächsten Tower fighten, wenn Six nicht vorher... Oh, Six. Oh, ja. Jetzt würde ich nicht mehr fighten. Darwin war auch leider so nicht da. So gut, der Six, ganz ehrlich. I truly see your irony. Hat jetzt aber gedauert, bis er gesagt... Achso, Bot Tower ist noch... Nein, da fehlst du nichts. Da willst du gerade eben nichts. Curious where Lux is. Das stimmt auch wieder, Lux. Das Lux. Da ist er. Der Lux ist an der Angel. Da hüpft er. Nee, der rennt. Der rennt da. Ja, die Split pushen uns dann halt zu Tode. Du hättest nicht weggehen sollen von der Mitte. Ich dachte, die könnten da wenigstens mal am Tower so ein bisschen was. Ich denke gerade, ja, 2 gegen 3 sollte am Tower eigentlich noch machbar sein. Ich setze mal wieder zu viele Hoffnungen in unser Team. Wieder. Ja, wir fighten wieder ohne AD Carry. Ach, Leute. Ihr seht doch, dass ich da runtergehe. Wieso? Na gut, die haben auch keinen AD Carry gerade. Ja, aber trotzdem verlieren wir das. Hat sich der Charm nochmal rausgelacht. Ja, ich habe den Draven getötet. Mehr konnte ich jetzt nicht tun. Hä? Was hat das jetzt? Oh, ich bin auch noch tot. Ja, jetzt ist es GGWP. 7 hart gefroren. Ja, aber trotzdem ein gutes Match. Ich finde, es hat sich verdient, auf YouTube hochgeladen zu werden. Schon irgendwo. Hat seine Daseinsberechtigung. Vor allem wegen dem Anfang. Ja, leider haben wir es zum Ende gefroren. Meine Schuld. Es ist wieder meine Schuld. Ja, klar. Aus Gründen, dass du die Hälfte aller Kills hast. So, 12 von 23. Und weil die einfach Fights starten, obwohl sie genau sehen, dass ich gerade nicht da bin. Naja, na klar, es ist deine Schuld. Also, ja. Bitch. Yikes. Das sind... Das ist jetzt eine Situation, wo man fighten kann.
Hey! Schön mit einer Kill gestohlen. Nein! Nein, wieso ist der immer noch hinter mir? Was ist das? Was ist das für ein das Wichser? Das ist ein fetter Geld. LOL! What the fuck? Hey! Geil! Ist laut. Ich mach ihm ja gar nichts. Alter! Du warst da, weißt du, du warst schon extrem weit hinten. Aber das war irgendwie gerade eben so ein Problem, weil ich nicht an dich dran gekommen bin. Der stand auf einmal vor mir. Ist der geflasht oder was? Ich habe keine Ahnung, was er genau gemacht hat. Ich habe auch nur gesehen, dass er auf einmal vor dir war. Also irgendwas hat ihn ganz weit nach vorne befördert. Ja, die machen jetzt das da und dann finishen sie. Finde ich dann aber auch berechtigt. Nee, wir strong. Das ist strong. Wir pro. Egal. Dafür war der Anfang umso besser, finde ich. Auch wenn wir das hier gefroht haben. Das heißt haben, noch ist hier nichts vorbei. Ja, okay. Ich hab zwar auch nicht mehr viel Hoffnung. Dass wir es thrown werden. Wie ist damit? Willst du irgendein Item haben? Locket of Iron oder so? Boah, lieber Renduins oder so. Muss mir so ein bisschen den Garen oder Hecarim vom Leib halten. Die fighten übrigens wieder. Hey, E-Mail-Programm. Danke, dass du mir sagst, dass ich jetzt eine E-Mail bekomme. Ohne Mana will der Amumu da rein, ne? I truly see what she wanted to do. Das allein schon mal zur Awareness. Wem? Nee, auf die Tanks wollen wir eigentlich nicht. Der wäre interessant. Ich hab nur gesehen, dass die geabsplittet waren und dass wir die schon penetriert hätten können. Aber das habt ihr wohl nicht gesehen. Nee, nicht ganz so. Weil ich wollte Springst den da halt eigentlich tot sehen. Na, den Garen hätte ich gerne tot gesehen, aber wenn wir alle ja, wir wollen auf nicht den auf wasten. Wir wollen nicht auf die Tanks drauf, aber wir wollen den Garen tot sehen. Holy see. Das Problem ist, wir wollen unsere ganzen Abilities nicht drauf verwenden. Warum aber ich mache jetzt einfach, es stört mich nicht. Wenn wir das nicht tun, können wir das auch. Dann sage ich, das war jetzt nur. Ja. Ich habe jetzt leider eh nicht allzu viele Hoffnungen. Von daher. Oh Gott, leck ich gerade weg, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade stehe. Du rennst in die Base. Lol. Hey! Nope, ihr kriegt mich nicht. Oh, Double Explosion. Quick! And now kill it quick! Kill the base! Oh, Team. Enemy Team, you destroyed everything. Schade. Hätte definitiv nicht so sein müssen. Naja, kann man nichts ändern. Ist halt daher so. Gucken wir noch mal ein bisschen in die Statistik rein, würde ich sagen. Jetzt hat der Hacker mich noch mit Kills überholt. Jawoll. Jawoll. So, mal gucken, das war die Tastenkombo. Hey, man sieht das Bild. Und jetzt gleich sieht man auch, pop, kurz mal Hintergrundbild. Geil. Auf jeden Fall gucken wir uns mal halt kurz die Statistiken hier an, was es da nicht so alles zu sehen gibt, da die ja jetzt mal endlich auch da sind. Overview. Ja, ne, du hattest ja 12 von 25 Kills und bei weitem das meiste Gold. Meisten Farm. Im Gegnerteam hatte der Garen mehr Farm als du, ne? Ja. Das ist, du hast uns das Spiel verloren. Total. Oh Mann. Ja, die Builds sehen alle ganz ordentlich aus. So, Champion Kills, da sieht man, der Hacker hatte mehr Kills als du. 13 hatte er. Mal gucken, wer hat denn am meisten gefeedet? Der Six. 10-mal gestorben ist er. Ja, Halleluja.
Und der Assist, da hat das Gegnerteam leider mehr als ich. Boah, warum hat der Draven so viele Assists, ey? Ist ja Hammer. Ein Assist mehr als ich. Oh, der hat halt keine Kills bekommen. Ja. Deswegen auch der Black Cleaver, da hat er den Armor Shred dann auf alle drauf bekommen. Du hast aber am meisten Damage dealt. Das wundert mich nicht. Yay, most healing done. Lol, und Raven hat, nicht Raven, Garen hat most Damage take. Da sieht man, wie der Fokus so aussah. Da sieht man's. Man kann den halt leider nicht ignorieren, wenn er direkt vor dir steht. Das stimmt. Dann packt man halt auch gerne ein paar Abilities drauf, ne? So, ich mache euch nochmal kurz alles hier an. Sieht man halt jetzt quasi nur nicht mehr die einzelnen Werte, aber egal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal auch gerne bei anderen Projekten, wenn euch das hier gefallen hat. Ich war Seferaton und mit dabei war... Also ich bin immer noch The Nightmare 77. Ich weiß ja nicht, du warst... Ja, ich bin immer noch Seferaton. Ja, bla. Für diese Folge war ich. Okay? Ja. Okay, in der nächsten Folge bin ich wieder, aber betrachten wir mal nur diese Folge. So. Betrachten wir die Relativitätstheorie in Form eines Separators. Genau. Wenn der Separator in dieser Folge war, wird er in der nächsten Folge auch wieder sein, nur dazwischen. Was ist er dazwischen, meine Freunde? Ich privat. So. Ganz einfach. Auf jeden Fall. Bis denn und ciao mit V.